Hallo, mein Name ist Kai und ich bin ein Schleicher. Seit mehr als 2 Jahrzehnten suche und besuche ich verlassene und vergessene Orte. Langweilig wird es dabei nie, denn es ist immer wieder ein neues Abenteuer. Und nicht immer ist es ganz ungefährlich. Auf meinem Kanal lasse ich euch teilhaben. Zusammen mit mir taucht ihr ein auf eine Reise zu längst vergessenen Orten. Hallihallo, beim Vorbeifahren haben wir gerade etwas gesehen und das werden wir uns jetzt genauer angucken. Das scheint interessant zu werden. Schaut mal, was da steht. Da steht ein Auto. Hier steht ein Trailer. Pkw-Trailer. Räusch. Hier habe ich richtig gerade gesehen. Toyota Supras. Oh, nicht nur ein Auto. Stehen mehrere drin. Ein altes Heizgebäude oder so. Guck mal, da hat sogar eine Gasanlage hinten drin. Das ist ein alter BMW. Ein 1502. Mit Gasanlage. Gerupft worden. Die Supras auch. Ich bin noch mal gespannt, wie die von vorne aussehen. Gucken, ob ich da rankomme. Oh, das sind mal so geile Autos gewesen. Und hier liegen sie jetzt rum und ja, werden wieder zur Straße kommen. Auf jeden Fall hat hier schon jemand geschraubt. Gebastelt. Die Tür geht nicht auf. Es wurde gerupft. Ah, jetzt kann man die Innenausstattung sehen. Ja, die ist komplett gerupft von innen. Hier konnte jemand Teile gebrauchen. 6 Zylinder. Hat jemand einen Kopf gebraucht. Inklusive Einspritzanlage und alles drum und dran. Getriebe ist auch raus. Ja. Aber die Schlafaugen sind noch da. Nicht noch einer. Steht noch einer. So. Blöder Motor. Gucken, ob man hier rein kann. Hey, Kassetten. Kind heute kommt noch einer. Das ist der Tacho. Ist noch drinnen. Schade drum. Schade, schade, schade. Aber noch viel mehr schade ist das da drüben. Ein richtig geiler alter BMW. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie näher rankomme. Mal schauen und probieren. Versuch mal. Das wird mich nämlich doch schon. Uff. Hier durch. Sache irgendwie ein bisschen alte Ölfässer. Mal gucken, ob ich von der Seite aus rankomme. Nee, komme ich nicht, so wie es aussieht. Mein Arsch ist zu breit. Nee, da komme ich nicht durch. Schade, machen wir es anders. Hey. Lochgitter, liegen aber alle gut drauf. Schade, schade, schade. Armaturenbrett ist auf jeden Fall noch drin. Lenkrad ist auch noch drin. Aber so, von der Grundsubstanz. Geiles Auto, richtig geiles Auto. Und die Supras erst. Oh Mann. Immer wieder schade, sowas sterben zu sehen. In so einem Zustand. Ja. Das ist aber Kettholz. Hat sich irgendeiner die Mühe gemacht? Wahrscheinlich aus einer der alten Sanatorien hier aus der Ecke. Und hat das Parkett rausgekratzt. Ja.
Gut, hier geht's nicht weiter. Hier sind alles Kisten voll mit Parkettboden. Das ist schon krass. Mal gucken, dass ich jetzt hier wieder runter, hinten rum und dann mal gucken. Weil das Gebäude sieht noch ein bisschen größer aus. Mal gucken, ob es da hinten noch mehr zu schauen gibt. Aber es ist schon die eine der neueren. Die hat schon, na hier, einen Plastikdeckel drauf. Die ganz alten waren aus Blech. Ich möchte es hier einmal durch, nehme ich mal an. Dann lasse ich es durch. Und ich gucke mal, dass ich hier rauskomme. Ich würde sagen, hier hat einer aus dem Sanatorium das ganze Parkett rausgeholt. So. Was geht denn hier weiter? Okay, das ist auch nur Lagerung. Ah, hier geht's nicht weiter. Ja. Auf jeden Fall nicht übel. Schade um die schönen Autos. Mal gucken, ob ich hier noch was finde oder ob es das jetzt alles war. Ja, schade. Das Gebäude nebenan hat sich entpuppt als eine leerstehende Halle. Leider ziemlich unspektakulär. Und gibt jetzt so auf den ersten Blick nicht wirklich viel zu schauen. Ich versuche mal, ob ich hier durch das Fenster reinkomme, das hier offen steht, ohne dass ich mich groß verletze. So, drin bin ich. Gucken, ob es hier was zu sehen gibt. Ach, ich bin ja auch sowas von bescheuert. Ernsthaft jetzt? Kann es nicht sein. Ich quäl mich da durchs Fenster. Und ein Stück weiter steht diese gottverdammte Scheißtüre offen. Ach, hoppa. Egal. Das ist immer zu faul, ist mal ein paar Meter weiter zu gehen. Ja. Schauen wir mal. Oh, das war wohl meine, wenn ich das so sehe, meine Sporthalle. Weil das sind hier Toiletten, Umkleideräume. Ja, das sieht aus, als wenn das mal eine alte Tennishalle war. Oder Sporthalle im Allgemeinen. Das wird hier so einiges erklären. Hier kommt die ganze Deckenkonstruktion runter. Ah ja, das waren hier noch Aufenthaltsräume. Gut. Oh, ah ne, das gehört ja zur Konstruktion. Ja. Nicht übel. Wer weiß, wofür das hier früher benutzt worden ist. Auf jeden Fall guckt euch das mal an, was hier drinnen das Farn wächst und alles richtig schön Richtung Licht gebogen. Das sagt ich. Ich mag sowas. Ja. Haben wir hier doch noch ein bisschen was gefunden. Tennishalle oder sowas gewesen. Ne? Ich habe ja erst gedacht, irgendwie eine Lagerhalle oder eine Halle von irgendeiner Firma. Aber jetzt so mit den ganzen Umkleidekabinen, mit den Toiletten und allem drum und dran.